Hey ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen DIY-Video. Ich bin Stefanie Andersson und ich bin Hochzeitsfotografin. Im letzten Video ging es darum, wie man eine super kleine und simple Fotoaufstellergeschichte selber macht. Eigentlich gar kein DIY, sondern eher eine Inspiration. Heute geht es wirklich mal ans Basteln und was wir machen, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich! Eine kleine Bemerkung am Rand. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Das kannst du, glaube ich, da unten irgendwo machen. Das würde mir sehr, sehr helfen und mich unterstützen. Und wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere unbedingt den Kanal. Heute soll es um einen selbstgebastelten Bilderrahmen gehen. Ich habe mich hier schon mal versucht, dass ich was zum Zeigen habe und schauen kann, wie die Maße sind und ob alles stimmt. Eigentlich soll da ein Foto rein, aber ich dachte, ich mache mal ein bisschen eine Variable davon. War jetzt immer noch falsch, glaube ich. Egal. Um es euch einmal zu zeigen, es ist nicht ganz perfekt. Hier unten sieht man, es passt noch nicht so 100%, aber das kriegen wir hin. Darum geht es heute. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht natürlich eine Schere, Bleistift. Ich habe jetzt Patafix genommen, ich hatte kein doppelseitiges Klebeband, aber doppelseitiges Klebeband wäre wirklich besser. Ich habe hier ein Geodreieck, ganz, ganz wichtig, Geodreieck. Habe ich mir vom Nachbarn geliehen. Danke, Nachbar. Lineal später für das Vorfalzen. Da könnt ihr natürlich auch ein Falzbein nehmen, aber ich hatte jetzt keins und extra eins kaufen braucht man ja nicht. Dann natürlich ein Foto. Das habe ich selber in unserem Home-Drucker gedruckt. Das sieht krütze aus, deswegen hier auch direkt schon mal die Bitte oder den Tipp vorab an euch. Lasst das in einem anständigen Fotolabor drucken oder bei mir könnt ihr es auch drucken lassen. Ich arbeite mit guten Fotolaboren zusammen. Aber das zu Hause oder bei CEWE, DM, wie auch immer, das sieht ja nicht so gut aus. Fotokarton brauchen wir. Ich habe hier weihnachtlich grün und beige, neutral. Bei grün habe ich mir gedacht, sähe das auch mega geil aus mit hellen Trockenblumen drin. So wie jetzt quasi in, ich baue es gerade auseinander, meinem Beispiel. Stellt euch vor, das ist jetzt grün und hier solche beigen Gräser oder so drin. Stelle ich mir richtig cool vor. Ich habe jetzt aber schon mal quasi eine Schablone in beige vor. Gezeichnet. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man die bestempelt oder Motivpapier verwendet. Geht natürlich alles. Das dauert relativ lange, deswegen gibt es von mir die Vorlage schon mal hier, dass ihr mir hier nicht zuschauen müsst. Ganz wichtig, ganz am Anfang habe ich mir hier mein Bild draufgelegt und habe das einmal umrandet. Und wenn ich dann quasi meine erste Schablone habe, wichtig ist auch, dass hier und hier 6 bis 7 cm mindestens Platz sind. Wenn ihr da ein bisschen Luft habt, ist nicht verkehrt. Und dann müsst ihr quasi nach diesen Markierungen hier parallel Linien ziehen. Die Linien sind gut, wenn sie wirklich drüber rausragen, damit sie sich kreuzen wegen den späteren Einkerbungen. Ja, und wenn er das aufgezeichnet hat, geht es ans Ausschneiden. Viel auf einmal, ne? Also, an der langen Seite hätten wir eine Parallele mit 0,5 cm, 1 cm, 1,5, 1 und 0,5. An der kurzen Seite wären es hier einmal 1 cm, nochmal 1 cm, 1,5, 1 cm und 1,5 und das Ganze an allen Seiten wiederholen. Die kurzen Seiten werden angeschrägt. Warum sieht man ganz gut hier. Das wird nachher so reingesteckt. Ich habe das jetzt so halblebig geklebt, dass wenn man das gut faltet, hält das schon großteils eigentlich gefaltet oder man kann das natürlich auch mit Stickern oder irgendwas verzieren, wer möchte, dann hält das ohne Kleben. Genau, so habe ich das gemacht. Ihr müsst ein Geodreieck, deswegen unter anderem ist das Geodreieck super wichtig.
Schwupps, wie ging das noch gleich? Jetzt fängt es gut an, genau. Wo sich die zweite 1 cm Linie und die 0,5 cm Linie treffen, das habt ihr hier im Geodreieck, so einen rechten Winkel. Den legt ihr hier an und dann könnt ihr hier quasi die Ecke einmal einzeichnen. Auf allen 4 Seiten. Und den Gegenspieler müsst ihr dann quasi genau, hier einmal einzeichnen. Auf dem letzten, den 1,5 cm Balken. Puh. Das ist ganz schön viel. Ich habe ewig gebraucht. Ich habe es auch mit einer Anleitung gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Wissenschaft für sich. Stoppt das Video, guckt, wie die Zentimeterzahlen sind und dann tüftelt mal. Hier nochmal das gute Stück. Schraffiert ist jetzt übrigens das, was weggeschnitten wird. Das schneide ich jetzt mal weg und fange dann an zu falten. Ein weicher Untergrund wäre jetzt besser. Ich werde quasi das Lineal anlegen und mit der Spitze vom Geodreieck quasi ordentlich drücken und durchfahren, dass es vorgefaltet ist, vorgefalzt ist. Das macht es euch mit dem Falten später viel leichter und da arbeitet ihr einfach auch akkurater. Das werde ich jetzt mal machen, vorspulen und dann sehen wir uns gleich zum Zusammenstecken wieder. Bis gleich! So muss das Ganze jetzt ausschauen, ausgeschnitten. Und jetzt geht's ans Falzen. Dafür arbeite ich jetzt mit dem Lineal und fahre einfach mit viel Druck die Falzlinien entlang. Es geht, glaube ich, ein bisschen einfacher mit einer weichen Unterlage. Ich habe jetzt aber keine, also muss auch so gehen. So, es ist vorgefaltet. Es benötigt tatsächlich ganz schön viel Kraftaufwand, aber es geht. Und ihr seht, das ist jetzt schon, ja, klappt sich schon gut ein. Ich glaube, das hält sogar ohne Kleben. Ich habe übrigens den Kleber vergessen. Egal, man braucht übrigens auch einen Kleber dafür, weil es klebt nicht mehr. Das nehme ich vorbereitet. Jetzt ganz wichtig, bevor ich das falte, könnte man das einfach mit doppelseitigem Klebeband oder doch auch einem Kleb hinten rein kleben. Ich nehme jetzt hier nur so ein Mini-Fitzelchen von dem Patafix und fixiere das da, wo ich vorher ganz zu Anfang einmal meinen Rahmen gezeichnet habe. Ich habe mich dagegen entschieden, jetzt die Bleistifte nochmal wegzuradieren. Ich glaube nämlich, man wird es gar nicht mehr hinterher sehen. Also den einen, wenn überhaupt, die anderen sind sowieso im Rahmen drin. Jetzt ist ein klein bisschen Fisselarbeit. Man muss quasi die hier so halb einrollen und die Laschen werden dann hier einmal drunter gesteckt und kommen dann hier in die Ecken, zack, rein. Auf der anderen Seite einmal das Gleiche. Gucken, dass ich da die Ecken nicht verbiege. Schwupps, schwupps. Fertig ist es. Es hält schon fast von selber. Ich würde es jetzt wirklich noch kleben, aber ich habe den Kleb. Das nenne ich echt Vorbereitung. Egal. Das ist das gute Stück. Ich würde mal sagen, es sieht cool aus. Es sieht eigentlich besser aus, als ich dann noch erwartet hatte. Ne? Nicht schlecht. Das ist das fertige Stück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt Spaß beim Nachmachen und habt ein super persönliches Geschenk dann auch zu Weihnachten. Wie gesagt, wer gerne Prints dafür bestellen möchte, darf das natürlich gerne tun. Ich habe auch sehr, sehr viele andere Printprodukte im Sortiment, wie Wandbilder und so weiter. Der meldet sich einfach. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst den Daumen da unten, ja, nach oben, nicht? Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Steffi.